Hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde der Nacht. Schön, dass ihr wieder den Weg auf meinen Kanal gefunden habt. Wir zocken Pathfinder Kingmaker. Hatten hier in der letzten Folge ein Wehrrattennest ausgeräumt und danach so ein bisschen gerastet. Und ich würde sagen, wir machen uns mal weiter und schauen uns mal weiter um in der Welt von Pathfinder. Ja, wir gucken mal, was hier alles so gibt. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und ein Like da lasst. Und auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder dabei seid. Ich blende erstmal meine Hackfresse oben aus und dann kann es gleich sofort hier weitergehen. Jo, die Wehrratten haben eigentlich ganz gut ausgeteilt, aber waren zum Glück nur drei. Wenn ihr das sehen wollt, zieht euch auf jeden Fall die letzte Folge rein und dann schauen wir mal weiter. Ne? So, wo können wir denn jetzt mal lang? Guck mal, da hoch kann man noch. Das hatten wir noch gar nicht. Nee, da waren wir ja gerade. Möchten wir nicht neu betreten. Wir gehen mal hier weiter. Was? Flüschenerhebung oder Flüsschenerhebung? Man weiß es nicht so genau. Boah, wo können wir denn da überall hin, ey? Wir gehen erstmal hier an der Seite lang. Eieieiei. Wie steht hier überhaupt schon irgendwas eingezeichnet oder so? Dreikerninsel. Warum leuchtet die? Warum leuchtet Licht in der Wildnis? Weil ich da noch nicht war wahrscheinlich, ne? Boah, Freunde der Nacht. So, gut, wir gehen mal hier weiter. Wir klappern mal weiter nach oben ab. Königreich, hier leuchtet irgendwas. Da müssen wir gleich mal gucken. Wir bleiben mal hier auf der Straße. Was haben wir denn da? Alle deine Charaktere sind erschöpft, okay. Ja, man ruht euch mal wieder aus. Wir machen ja nichts anderes hier. Ihr habt ja nicht gerade erst geruht. Ja, aber macht mal. So, weiter geht's. Da oben ist irgendwie eine Burg. An meinem Königreich leuchtet irgendwas. Warnburg. Fahrt auf dem Hügel. Alter, wie weit geht denn das hier? Eine felsige Hügelkette erhebt sich über dem stillen Wasser am Südufer des Silberstufensees. Dieser Pfad schlängelt sich durch Felsen und verkrüppelte Bäume an der Nordseite der Hügel. Eieiei, und Warnburg, was ist das? Warnburg wurde von Mega Warn und seinen treuen Söldnern gegründet. Die Grenzstadt wird hauptsächlich von alleinstehenden Erwachsenen bewohnt. Etwa zur Hälfte Handwerker und Feldarbeiter. Die wichtigsten Gebäude in der Stadt sind eine Taverne, eine Erastilkirche und ein Bauernhof, auf dem die Bauern ihre Ernte lagern und handeln. Die Stadt ist um eine Furt im Fluss Kiravoy herum errichtet worden. Ein kleiner Hügel mit Plateaugipfel erhebt sich über der Stadt. Auf dem Hügel stehen die Holzpalisaden und das Blockhaus, die zur Verteidigung der Kolonie gebaut worden. Okay, dann sollen wir da mal, wir versuchen mal dahin zu kommen. Das war, glaube ich, der falsche Weg. Pfad auf dem Hügel. Möchtest du diese Örtlichkeit betreten? Wo wir gerade hier sind, würde ich sagen, machen wir das mal. Gucken wir mal, was wir da jetzt machen, ist ja im Prinzip Wurst. Wir müssen ein bisschen Zeitdruck schlagen, um Geld zu verdienen. Und ja, müssen wir mal sehen, was wir da so machen. Ja, mal so ein bisschen auf Abenteuerjagd. So. Hier, wenn ich reinkomme, ich weiß auch nicht, ob der noch nachlädt oder was. Aber jetzt zum Beispiel, ich kann hier, einfach stumpf nicht hinklicken, doch. Ey, ich glaube, meine Maus gibt langsam den Geist auf, ey. Das ist auch nicht. Okay, hier ist schon Sackgasse. Dann gehen wir doch mal wieder zurück. Oh, da ist auch irgendwie ein Dungeon. Mehr ist hier auch nicht. Hat vielleicht einen Durchgang? Er ist bestimmt ein Durchgang, denke ich mal. Ach du Scheiße, ist das hier bei der Elfe, wo ich hin sollte, oder was? Ne, da ist Zauberkatze.
will mich angreifen, die Zauberkatze. Das ist aber eine uncoole Zauberkatze. Was ist das denn hier? Aspekt des Adlers. Plus 3 auf Wahrnehmungswürfe und einen Kompetenzbonus von plus 1 auf den Fernkampfmodifikator auf Angriffe. Muss ich den nur auslösen oder wie mache ich das? Du gehst erstmal tanken hier. Und du? Spielst mal Heldenmut. Und du? Machst mal, wo war denn Segen? Ich, da ist sie. Segen. Und du kannst doch mal eben mit dir so ein Flammending schießen. Und noch ein hervorragend. Ach, drei. Ach so, viele direkt. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Der Magier in der ersten Reihe. Super Idee. Super Idee. Erstmal ein bisschen debuffen hier, die Viecher. Das ist mein Wolf. Das ist mein Wolf, der da kämpft. Und du, weiß ich nicht, schießt irgendwo drauf, ist egal. Ei, Entschuldigung. Häuten. Häute die mal. Heide Witzke, ey. Der hat aber ordentlich ausgeteilt. Mittelschwere Wunden heilen ist mir jetzt zu heftig. Ich glaube, leichte Wunden reichen da. Ja. Was ist das denn? Das ist ein Portal, Freunde der Nacht. Wo geht das denn hin? Alter Schwallow, ey. Da bin ich mal gespannt. Ist ein Portal. Wo führt uns das hin? Man weiß es nicht. Mal gespannt, ob ich jetzt. Alter, wo bin ich denn hier? Ob ich jetzt gleich zufällig bei der Dryade da rauskomme. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Was ist mit ihm los? Warum liegt er da so müde? Armschieben hat er dabei. Oh, Zauberlöwe. Eieiei. Eieiei. Zauberlöwe. Er wird ja nichts mit Sturmangriff. Ich verstehe das mit dem Sturmangriff gar nicht. Was denn hier? Immobilisieren. Benommenheit. Auch zu weit weg. Verstehe ich auch nicht. Der geht. Der geht. Ach, dem wird wahrscheinlich nur so gewirkt. Der links. Brennende Hände war nicht so prall. Was macht ihr denn da? Was macht Amiri denn da? Die kämpfen, was ist los mit dir? Valerie rennt auch irgendwo hin. Was geht denn hier? So war aber nicht geplant. Eieiei, warum ist der Zwergentank? Mal ganz ehrlich. Alter Schwede.
Kann ich ihn heilen damit? Boah, weiß ich jetzt nicht. Ey, ich treffe den gar nicht, ne? Kann das sein? Okay, 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 okay. Also geht gar nicht. Okay. Fuck. Ne, Freunde, wir müssen uns irgendwas anderes einfallen lassen hier. Lebende heilen. Ach, das geht auf alle? Okay, wie cool ist das denn? Ey, das wird nix, Freunde. Das wird nix. 8 Schaden. Wir müssen versuchen, hier rauszukommen. Das wird so nix, Freunde der Nacht. Das verstehe ich ja auch nicht mehr, warum ich nicht jetzt hier weggegangen. Auch tot. Das ist doch nicht wahr. Eieieiei. So. Wie greift die denn jetzt an? Greift die jetzt mich an? Ist sie doof? Oh, Theo. Jetzt haben wir aber Stress hier. Ich finde total gut, wenn ich sehen würde, wie viel Punkte er denn hat. Scheiße. Ja, ist ja gut. Die sind alle tot, ich weiß. Ja. Du kannst. Ach, der Löwe, der lebt noch. Jetzt zeigt der Löwe den noch kaputt, pass auf. Ich treffe den einfach nicht, der ist zu hoch für mich noch. Ah gut, kann man nichts machen, Freunde. Kann man nichts machen. Spiel laden. Letzten Speicherstand laden. Da kann man nichts machen. Manchmal ist das so. Vielleicht bin ich auch einfach zu weit weg hier, dass ich da erst mal aufsteigen muss, um die Viecher in der Region da platt zu machen. Vielleicht sollte ich mich erst mal auf die Sachen fokussieren, die so bei mir sind. Ach, da hat er geladen, das ist aber sehr gut. Das ist aber mal sehr gut. Dann gehen wir hier mal wieder raus, ganz entspannt. Weil wir ein sehr ungutes Gefühl haben, da mit dieser Höhle. Achso, da ist gar nicht der Ausgang. Da muss ich irgendwo hin. Da hat mal, da war so, der Weg hatte so ein schlechtes Karma irgendwie. Da wollen wir gar nicht hin. Okay, das war irgendwie nix. Ich würde auch fast sagen,
altes Flussbett. Ja, machen wir noch, ne? Beanspruchen. Salz gibt ja bestimmt mehr Kohle zurück, denke ich mal. Wie ich mal schätzen. Ne, wir wollen uns jetzt nicht ausruhen. Rattenwinkelhügel. Lichtung der Wildnis. Da, Lichtung der Wildnis. Okay. Drei Kieferninsel. Ich habe momentan echt so ein bisschen den Anschluss verloren, muss ich sagen. Die Story lässt mich momentan so ein bisschen hängen, finde ich. Okay, Händler in der Hauptstadt. Neue Händler sind in der Hauptstadt angekommen. Warten auf neue Kunden. Ja, ist doch schön. Hört sich doch gut an. Etzwangsangebot. Etzwang Kiek, Hohepriester von Erastil in Restorf, hat starkes Interesse daran, den Glauben an den Hirschgott in der Region zu verbreiten. Er ist begierig darauf, einen Schrein in eurem Land zu bauen, der Erastil gewidmet ist, auf seine eigenen Kosten. Ja, haben wir doch schon gemacht, oder nicht? Oder ist das jetzt fertig? Unruhegefilde. Handwerker. Gerüchten zufolge ist in der Region ein unbekannter, selbstgeschulter Meister aufgetaucht, der Gegenstände von außergewöhnlicher Schönheit und erlesener Qualität. Okay. Was brauche ich denn da? Der Gegenstände von außergewöhnlicher Schönheit und erlesener Qualität herstellt. Derartige Leute sind selten, weshalb unbedingt etwas unternommen werden sollte, um ihn zum Bleiben zu bewegen. Ja, dann nehmen wir doch, Christian soll das mal machen. Was haben wir hier noch? Was sind hier mit den Dingen hier? Tempel des Elchs wieder aufbauen. Nicht genügend Gold. Ich habe doch 100. Hä? Ich habe doch 100 Gold. Was wollen die denn? Projekt starten. Hä? Hallo? Warum kann ich den Tag nicht überspringen? Ich habe doch 100 Gold. Ach, Kosten. Wie viel habe ich denn? 36. Wie lange soll ich denn da warten, ey, bis ich da sowas hinkriege? Was ist denn da, wenn ich den mache? Der ist doch schon am Start. Ein Handwerker? Auch schon am Start. Achso, die Stadt kann ich immer noch nicht machen oben. Der brauche ich auch so viel Kohle für, glaube ich. Bauen habe ich auch nicht genug Geld für. Ja, weiß ich doch auch nicht. Wird ja auch nichts dran ändern, Freunde. Solche machen. So. Also ich bin momentan echt so ein bisschen... Das haben wir alles fertig hier. Eine verdiente Belohnung. Die Nymphe schlug dem Baron vor, zu ihren Gemächern zu kommen, einem alten Baum in den Ruinen inmitten der Wälder. Sonst hat sie niemanden eingeladen. Wie es scheint, will die Nymphe ihre Belohnung nur dem Baron zukommen lassen. Ja, aber wie sollen wir jetzt dahin? Das ist ja jetzt das Einzige, was ich im Prinzip gerade machen kann auch. Aber wohin muss ich denn da? In den Wäldern, sagt sie, ne? Eine kleine Insel in der Mitte des Kunk-Flusses mit zwei lebenden und einer abgestorbenen Kiefer. Die örtlichen Fischer streiten bis heute wegen des Namens. Lichtung in der Wildnis. Dieser Teil der Nalmark ist sehr artenreich. Das könnte das sein, ne? Kahler Hügel. Gespenstischer Hügel. Alter Tafelberg. Wie nennen die das? Einem alten Baum in den Ruinen inmitten der Wälder.
Elchs, Dornenfurt, verlassene Hütte, Oleks Handelsposten. Inmitten der Wälder. Müsste ja hier irgendwo sein. Vielleicht da grüne Gemächer. Moosbewachsene Ruinen. Da müssen wir hin. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier nach Hause und dann reisen wir mal dahin. Hört sich doch gut an. Flüsschenerhebung. So. Nein, möchten wir nicht. Wir wollen weiterreisen. Was ist los? Die Charaktere sind schon wieder entkräftet. Eieiei, immer muss man rasten. Oh, Essen ruiniert. Oh nein. Oh, wie schlecht. Furt. Furt ist schon mal gut eigentlich. Zerstörter Wachturm. Banditenlager. Eieieiei. Nee, möchte ich nicht. Ich möchte erstmal zu der Elfe. Oh, wie riesig wird denn hier die Karte, bitte? Die sind doch gleich schon wieder erschöpft hier. So viel wie die Reisen. Okay, wir wurden angegriffen. Schauen wir mal, wer sich da wagt. Eieiei, Banditen. Auf erstmal geht die mal dahin. Und die geht dahin. Theodor, du da. Du da. Ey, warum hat er den jetzt nicht abgeschossen? Ist der doof? Da sind auch noch Bogenschützen. Eieieiei. Eingematsche. Ja, Epic haben sie auf jeden Fall schon mal dabei. Das ist schon mal gut. Wenn sie mich angreifen, dann mit Epic. Das ist doch schon mal gut. Der Lindsay, du stehst direkt daneben. Tu doch auch mal was für dein Geld. So. Güter nix. Abmarsch weiter zur Nymphe. Zur Nymphe. Nee, den Crap wollen wir nicht haben. Wir gehen. Kein Crap. No Crap today. Ja, bevor wir gleich rausgehen, hau ich euch schon mal den Abonnieren-Button rein. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Und lasst ein Like da. Und wir betreten jetzt noch eben die Gemächer. Der Nymphe war es, glaube ich. Ne, der Nymphe war es, meine ich. Und dann gucken wir in der nächsten Folge mal, was die uns so zu erzählen hat. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid und mich bei Pathfinder Kingmaker begleitet. Ich bin der Theodor. Ich freue mich über ein Abo und einen Daumen hoch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.